Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Chaos in Order. Schön, dass ihr da wieder dabei seid. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, das uns alle betrifft: Menschlichkeit. Menschlichkeit ist ein Begriff, den wir oft hören, der aber je nach Situation unterschiedliche Bedeutungen haben kann. Doch was bedeutet es wirklich, menschlich zu sein? Im Alltag, in Momenten der Herausforderung oder einfach in unseren zwischenmenschlichen Begegnungen? Reicht unsere bloße Existenz in unseren vier Wänden, dass wir sagen können, wir sind menschlich? Menschlichkeit ist so ein großes Wort. Man könnte denken, es geht immer um besonders große Gesten oder Heldentaten. Aber eigentlich, so finde ich, zeigt sich Menschlichkeit oft in den kleinen Dingen, in den Momenten, in denen wir innehalten und uns für Mitgefühl, Respekt oder einfaches Zuhören entscheiden. Wenn wir uns fragen, was bedeutet es, menschlich zu sein, denken wir vielleicht an große historische Figuren, an Menschen, die mit viel Mut und Hingabe die Welt verändert haben. Doch gleichzeitig zeigt sich Menschlichkeit tagtäglich, wenn wir jemanden anlächeln, der uns entgegenkommt, oder wenn wir ein kleines bisschen von unserer Zeit oder Energie geben, um jemanden zu helfen, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Ein Beispiel, das mir oft durch den Kopf geht: Wir alle kennen das Gefühl, in der Bahn oder im Bus zu sitzen, müde und total gestresst. Dann steigt jemand ein, der vielleicht Hilfe braucht. Sei es ein älterer Mensch oder jemand mit vielen Taschen. Und wie oft sehen wir dann Menschen, die einfach aufstehen und ihren Platz anbieten? Es sind solche Momente, die uns daran erinnern, dass Menschlichkeit im Kern etwas Alltägliches ist. Etwas, das wir alle tun können, egal wie stressig oder herausfordernd unser eigenes Leben gerade ist. Vielleicht ist es genau das, was Menschlichkeit ausmacht. Die Bereitschaft, im Alltag auf Kleinigkeiten zu achten. Es geht nicht darum, die Welt zu retten, sondern darum, den Menschen um uns herum das Gefühl zu geben, dass sie gesehen und geschätzt werden, ja sogar dazugehören. Neulich ist mir so eine Geschichte passiert, die möchte ich gerne mit euch teilen. Es war in einem Café und die Frau vor mir an der Kasse hatte nicht genug Kleingeld, um ihren Kaffee zu bezahlen. Ohne groß nachzudenken, legte der Mann hinter ihr ein paar Münzen dazu. Es war eine winzige Geste, vielleicht hat er sie im selben Moment wieder vergessen. Aber die Frau, sie war so dankbar und ihr ganzer Tag schien sich zu verändern. Das hat mich daran erinnert, wie viel Macht in kleinen Gesten liegen, beziehungsweise liegen können. Natürlich ist es manchmal schwer, menschlich zu bleiben, besonders in Zeiten, in denen wir selbst unter Druck stehen. Oder das Gefühl haben, dass die Welt um uns herum aus den Fugen gerät. Es ist leicht, sich dann auf sich selbst zu konzentrieren und das Mitgefühl für andere auszublenden. So einfach. Doch gerade in solchen Momenten ist Menschlichkeit wichtiger denn je. Sie erinnert uns daran, dass wir trotz aller Unterschiede verbunden sind. Diese Verbundenheit, so finde ich, hilft uns, unterstützt uns bei unserem Vorhaben. Vielleicht ist es ein freundliches Wort an jemanden, der einen schlechten Tag hat, oder einfach nur ein bisschen Geduld, wenn uns jemand auf die Nerven geht, oder einfach nur guten Morgen mit voller Herzlichkeit. Diese kleinen Handlungen können uns selbst daran erinnern, dass wir Teil von etwas Größerem sind, einer Gemeinschaft, die auf gegenseitiger Unterstützung basiert. Wie können wir also mehr Menschlichkeit in unseren Alltag bringen? Das ist ja jetzt die Kernfrage so ein bisschen, die sich daraus entwickelt. Ich glaube, es beginnt damit, bewusster zu leben. Oft sind es die einfachen Dinge, jemanden ausreden lassen, anstatt gleich mit einer eigenen Meinung dazwischen zu gehen oder einem Kollegen zu helfen, auch wenn man selbst gestresst ist. Vielleicht ist es auch wichtig, uns selbst gegenüber menschlicher zu sein. Denn wenn wir uns selbst mit Mitgefühl begegnen, fällt es uns leichter, dieses Mitgefühl auch anderen zu schenken. Ein bisschen mehr Nachsicht, ein bisschen weniger Perfektionismus. Auch das ist Teil von Menschlichkeit. Aus meiner Sicht kann der Mensch seine Menschlichkeit nur durch das Zusammenspiel mit anderen Menschen erfahren. Es zeigt sich also, wie wichtig es ist, dass wir zusammenkommen und etwas gemeinsam tun. Am Ende ist Menschlichkeit keine große, unerreichbare Idee. Sie ist überall um uns herum, in den kleinen Momenten, die oft übersehen werden,
Vielleicht können wir uns einfach jeden Tag fragen, was kann ich heute tun, um die Welt ein kleines bisschen menschlicher zu machen oder mich menschlicher zu erfahren. Das war meine heutige Episode über Menschlichkeit. Ich hoffe, sie hat euch ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Wenn ihr Gedanken oder Geschichten zu diesem Thema habt, würde ich mich riesig freuen, von euch zu hören. Bis zur nächsten Folge und vergesst nicht, manchmal sind es die kleinen Dinge, die den größten Unterschied machen. Ach ja, und falls ihr Ideen oder Themen für die nächste Folge habt, schreibt sie mir bitte in das Kommentarfeld unten. Mein Name ist Frau Jambell. Das war eine Episode über das Thema Menschlichkeit. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald.